was ours. We ruled this land. We owned the night. But man rose up against us. We were overthrown. For centuries, hidden away in darkness. Tortured by thirst. Choking down dust. Starving. Until now, our hunt begins again. Damit willkommen zu Vampire Rising. Wir starten in ein privates Spiel mit Freunden und erkunden die Welt. So, und jetzt sind wir in der Charaktererstellung. Hautfarbe leichenblass ist natürlich perfekt für einen Vampir. Aggressive Variante auf Gesicht 3 klingt natürlich oh gut. Augenfarbe in Blutrot. Jetzt suchen wir uns noch die klassische Vampirfrisur in Schwarz. Die klassische Vampirfrisur. Ja, längliche Haare würde ich schon sagen, dass das eine klassische Vampirfrisur ist. Das ist Haare 5. Merkmal. Oh, Bonjour. Was haben wir denn da noch so? Es gibt nur 5 Bärte anscheinend. Ja, ohne Bart, weil Vampire altern ja nicht. Was nehmen wir mal als Zubehör? Nummer 3 ist leider an 11, Nummer 5 ist Ohren, komischer Ohren. Okay. Der Harry Potter ist bei Nummer 7 am Start. Ich glaube, das lassen wir einfach. Und unser Charaktername ist natürlich Kvenny, man kennt's. Kamera drehen mit Rechtsklick. Und wir erwachen. Umschalt, um hinunterzuspringen. Die Overlay ist schon stark aus wie ein Xbox-Controller-Overlay. Ja, es ist so. Also das drücke ja. F war gerade so. Also hier auf meinem Controller Core F. Oh, da kommt der erste Kampf gegen ein Skelett. F zum Aufnehmen. Ich hab gerade mit F ein Rezept gekriegt. Mit Tab kann ich das Inventar öffnen für mein Knochenschwert, das gerade gecraftet wird. 5, 4, oh,
Ich werde im Hintergrund attackiert. Jetzt habe ich Knochenschwert. Das. Rettle mitgenommen. Im Thema Namen. Aha. Ich glaube, aber dass das kreativ ist. Aber ich habe ja, hab ja ein Spezialgebiet, das war über Vampire. Oh, okay. Also über Dracula, so muss ich. Ja. Ja. Ich habe die zwei Bücher, die ich lesen hätte sollte für das Spezialgebiet, natürlich nicht gelesen. Ah, perfekt. Und einmal den Film angeschaut und einmal ein paar Zusammenfassungen durchgelesen. Es hat gereicht, aber ohne mehr wie das, muss ich sagen. Ein perfekter Einserschüler, wie man sich vorstellt. Genau, in aber, ja. Und aber ich kann mich erinnern, wie der Typ Koster hat, der das Buch drüber hat. Okay. Gelesen. War immerhin. Ich sage ja mit Skelett. Dracula war nie die Verbindung, wo ich mich zu identifizieren habe können. Also. Aber wenn ich Vampirzähne habe, es. Hat sich nie ergeben. Was bedeutet sich, wenn der Rand von meinem Bildschirm so komisch geistermäßig ist? Keine Ahnung. Oh, ich habe fast kein Leben mehr. Hast du das? Vielleicht lässt es das. Ja, ja. Aber das mit dem Thema wie Leben dazu, vielleicht kann ich so eine Ratte fressen. Du musst es aussaugen. Statt. Oh, ja. Ich sehe. Bewegen, Beute aufteilen. Ah, ja. Mit Rechtsklick frisst man wohl zur Ratte. Es ist gar nicht ekelhaft. Aber da bin ich froh, dass ich Hauskatze habe, weil das Thema ist gut. Hat sich. Nee, ja, das Thema hat sich damit wohl erledigt. Ah, nee, okay, die Skelette spawnen noch immer wieder. Ich bin wohl wirklich nur im Tutorial-Gebiet. Dann kommen wir wieder zurück zum Eingang, weil du wirst wahrscheinlich in dem Fall am Start. Ja, ich bin auch gerade in dem. Ah, ja, easy. In dem Friedhofsgebiet da. Ja, da bin ich auch. Nicht, aber in dem Fall sind wir gleich mal zwei. Oder halt, aber. Wo bist du angegangen? Beziehungsweise meine Map ist schwarz, also. Ja, meine Map ist schon nicht. Okay. Ich glaube, man aber muss gleich aus dem Friedhofsding. Okay. Hast du unten deine Fähigkeiten schon gemerkt? Ich hab's gesehen, aber ich hab's noch nicht verwendet, dass ich ein Schattenprojektil und einen Blutritus hab. Aber ah, ich ja, verwende jetzt mal der R auf deinen Kollegen. Ja, strong. Ah, jetzt kann ich einen Knochenring herstellen. Muss noch ein paar Sachen. Ah, okay. C wäre kontern, aber man kann nichts kontern, wenn nichts kommt. Nehmen wir mal die Ratte wieder mit. Die Jausen und die Regen. Oh, jetzt schauen wir mal. C ist kontern. Maximal gekontert. Ja. Ja, okay. Schauen wir mal. Oh, beanspruchen. Knochenschutzrüstung und Ungeziefersalbe. Hm? Oh, jetzt da wird da. Jetzt wird produziert. Nein. Fast. Das ist ein doppelter Brustschutz. Tierhaut. Okay. Noch Ungeziefersalbe machen. Oh, machen wir eine reicht. Eine reicht.
Mir fehlt Tierhaut. Ja, mir. Aber ich glaube, zum. Jetzt gleich mal im Multiplayer kommen. Ich glaube, sobald wir rausgehen aus dem. Ja, das ist in dem Fall auch mein Ziel, wenn ich wüsste, wo. Wenn du deine Karte, also deine Ansicht gedreht hast, ist das im Osten. Ah, Farbane Woods. Genau. Wähle einen Startort aus. Sollen wir rechts oder links starten? Was ich präferiere? Wie du willst. Es dort optimale Spawn Points geben. Was in optimale Base Points, wo Base Power sollte. Weil halt. Achso, ich werde die ganze Zeit attackiert. Warte mal. Nehmen wir uns da kurz. Ah. Oh. Kurz töten. Ich muss sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob ich da jetzt nicht in der Karte den stirb. Im Hintergrund. Aus diversen Gründen. So. Rechts oder links? Hast du auch schon Tag? Nein, noch nicht. Aber ich finde, rechts schaut noch mehr Insel aus. Oder halt noch mehr Arte. Links ist so eine kleine Eingriff. Also ich dort rechts nehmen. Östlicher Eingang. Linke Steuerungstaste um Blut gegen die Sonne. Was ist noch? Rechts oder links? Rechts. Blutheilung nehmen wir jetzt, oder? Ah! Stand auf dir. Hello! Hello! Bram! Aha. Ja, weil Bram Stoker hat. Entschuldigung. Das Buch geschrieben. Captain gebildet. Captain gebildet. Ja, doch. Na, machen wir. Ja, mit Shift springt man einfach runter, aber da kommt man nie wieder zurück. Na, das ist so. Ah ja, I see. Spawn Pointer nochmal quasi. Du kannst Gegner aussaugen, kurz bevor sie tot sind. Ja. Aber was das nochmal wirklich macht, müssen wir gemeinsam. Ja, ich hoffe, dass es mir in der Mitte Blut gibt, weil mit dem kann ich anscheinend meine Lebenspunkte links, der Balken ist wohl nicht abhängig von meiner Blutpunkte in der Mitte. Na, aber du kannst ja nur, je nachdem, was du aussuchst, kriegst du verschiedene Boni beim Angriffen. Okay. Und du müsstest ja auch Tag haben, oder? Ja. Und der Mai, weil in der Sonne kriege ich Damage oder so. Ja, hallo, bitte. Mach ich dir Damage? Na. Okay, gut. Es spritzt nämlich Blut aus dem Körper, aber. Okay. Die Knochenaxt, der ist mehr ab. Der Blutschleier ist das. Das ist Blutschleier. Das ist das, wo mit deiner Verzierungen. Ah, ja. Ja. Wie aktiviere das oder ist das ein Passiv? Mit Leertaste. Okay. Ja, und mit dem kannst du vor. Achtung, das. Dann kannst du von Schatten zu Schatten flashen. Ah, smart. Okay. Good to know. Oh, ich bin schon. Stelle Knochenschutzhandschuhe her. Ja, ich hoffe. Ja. Na, mir fehlt immer noch Tierhaut. Okay, dann müssen wir Viech suchen. Oh. Oh? Fast schon gestorben an einem Sonnenstrahl, man kennt. Das ist ja wie eine. Oh, da hab ich. Renn nicht weg, Brudi. Die Sonne. Muss ich entscheiden, Reh oder Sonne. Komm her. Das Reh rennt aber mit Absicht in die Sonne da. Komm her. Ja. Das weicht einfach mit einem Eros. Unbelievable. Stell dir vor, du hättest solche Teammates in Valorant.
die mal irgendwas ausweichen würden. Die dir irgendwas ausweichen würden. Achso. Bumm. Ah, ich hab's. Es ist langsamer. Jetzt sieht er schon noch. Das ist Midre. Was bedeutet 5 Sekunden? Das ist den Cooldown, ne? F nähern. Ah, ich hab's. Ich hab's besser. Ich hab's. Jausen. Oder ist ein Wolf. Ich weiß nicht, ob das jetzt smart war. Ich bin da. Ich bin schon einer. Mal, dann bring's locker. Okay, ja, ich sehe. Ja, ich wollte essen. Ah, yummy, yummy. Blut trinken. 8% Kreatur. Genau. Perfekt. So, Herstellung. Knochenschutzhandschuhe und Knochenschutzstiefel. Perfekt. Also, was hast du eigentlich da Großes? Ich hab schon Keule. Okay. Entschuldigung. Mach Steine kaputt machen, König. Warum Steine nicht? Kaputt machen. Ja, du musst links oben deine Quest machen. Ja, du hast Steine kaputt gemacht. Ich hab gedacht, ich will laufen. Ich hab Steine kaputt machen müssen. Nein, noch nicht. Okay, statt Stelle Knochenäxte her. Jetzt muss ich zuerst mal. Okay, danke. Ah, Cloud. Oh. So. Knochenaxt, wo ist sie denn? Ah, so, jetzt ist Karte oben. Ja, wie viele Brüche? Ohne. Ja, Ohrachs. Ladet noch. 2, 1, boom, Hobby. Beanspruchen. Kannst du jetzt beim Abbau? Na, ich muss eine Keule herstellen. Ah. Nice. Zu der Nacht. Dann muss ich Felsen in Stücke hauen. Ah, beschissen mit dir. Entschuldigung, Mr. Fast Tutorial, da bin ich. Entschuldigung. Du hast dich um das Reh gekümmert. Ich hab's Glück, dass das Reh direkt vor mir gestanden ist. Wie kriege ich die Knochen? Ah, auf 6 einfach, okay. Gott sei Dank, wie kriege ich die in meine Hand? Also, macht Sinn. Na, no, na. No. Der nächste Stein. Was bedeutet das Gate? Also, ich schätze mal nicht, dass es smart ist, jetzt da in das Gate zum Go. Gate? Teleportationsgate. Ja. Wenn man anläuft, teleportiert, kannst du zu einem anderen Gate teleportieren, aber nur wenn du keine Ressourcen mit hast. Ah, okay, ohne Ressourcen. Okay. Baue und interagiere mit einem Schlosszentrum. Erweitere dein Gebiet, indem du Grenzen setzt. Okay. Also als nächstes suchen wir uns quasi einen Platz, wo wir. Ah, okay, B wie bauen. Okay. Okay, jetzt bin ich Blutgruppe Kreatur. Ich habe jetzt Stufe 1, gibt mir 3 bis 50% Bewegung. Okay. Das heißt, durch das F hast du die Blutgruppe von der von dem Minion oder halt von dem Wolf wahrscheinlich, wo Wolf. Du tötet hast, genau, übernommen. Ja. Okay, okay. Wo sehe ich das, dass ich das habe? Und in der Mitte. Und ah, ja, das habe ich auch. Bei dem linken Stab, bei mir da eine 11% und dann so ein. Okay, ja. Bei mir ist es 8%, weil ich habe jetzt auch einen Fuß gesaugt. Passt. Was ist denn, ich meine, du bist ja der erfahrene Spieler. Wo ist denn ein guter Platz, um sich so ein Lössle zu bauen? Rein theoretisch ist das eigentlich ganz egal. Je weiter wir in der Mitte sind, umso eher sind wir in der Mitte. Wir müssen nicht immer rennen. Mhm. Ja, ja, smart. Also, ich weiß nicht, ob ich. Einmal, schau mal auf Karte, ob du die Markierung siehst. Ja, na. Okay. Ich sehe nur das andere X. Portal, na. Ah ja, ich kann auch eins machen, aber ich sehe es nicht. Ja, schade. Gehen wir mal den Weg weiter in Richtung Norden, dann kommt Y-Kreuzung. Warte, ich muss eine kleine Summe. Y-Kreuzung und genau, dann? Genau, bei der Y-Kreuzung rechts, dann kommt man zu einer Plus, oder einer Plus, komischen Kreuzung. Ja, halt so eine geradeaus-Linkskreuzung. Genau, ja. Und dort würde ich entweder geradeaus das erhöhte Platonia oder das Platonia. Okay. Ich tät sogar eher das links ist ein bisschen mehr in der Mitte, oder? Ja. Ja. Dann mache ich dort der X an und dann. Laufen. Here und, we Achtung, go. Nebsen ist ein Bär. Oh, der ja. macht, glaube ich, eine. Ist das ein. Ah ja, der schlaft aber noch. Der macht ZZZ. Da sind wir safe. Oh, da liegt was am Boden. F, 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 jawohl.
Zoom, zoom. Aber Shared Loot, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht, aber es ist schon das wie ein Wettrennen da anscheinend. Oh, das hat mir 8 Sekunden meines Lebens gekostet. Das ist Stufe 8. Ich hab's gar nicht gesehen. War ein Bier. Achso, bin vorbeizoomt. Wenn du auf der Karte oben schaust, siehst du jetzt ein gelb markierter Bereich. Ja, das ist die Tageszeit wahrscheinlich, ja. Nein, also nicht der gelb, eher auf der in der Karte. Drin. Ich mach ziemlich so wenig Damage. Nähren. Ich hab schon. Ja, ich bin am Saugen. Na, der andere anscheinend. Und irgendwie geben sie da, aber ich habe jetzt nur 10% Blutqualität. Ich glaube, 2%, weil das war. Das Stufe. Ah, na ja, hi. Wolflich. Aber jetzt habe da kommt jetzt ein Banditenlager. Aber der ist eine Stufe 16, den nehmen wir nicht. Oh, dodged. Easy. Oder willst du ihn? Na, dodged, easy. Der, wo der nachrennt, den können wir nicht. Das war der Mama. Nähren. Kommen wir nochmal neue. Oh, schon. Ja, kommen die nehmen wir auch noch. Easy. No risk, no fun. Ich bin ja ein alter Diablo Pro Player. Wahrscheinlich, ich hab dort alle Spin-to-Wins-Kombos aktiviert. 4% Schurke. Ja, genau, dann sieht man sie. Oh, du wirst attackiert, pass auf. Aber ich hab die. Da mach ich jetzt C, der gute Block. Ja, das. Ich bin schon in-game. Du bist wortwörtlich in-game. Ja, da wird gesaugt. Papier habe ich ihm geklaut. Gut, ja, dann können wir gleich noch das Lager. Ja, alle, okay, ja, nein. Nein, da sind noch zwei. Ja, den nehmen wir mal. Oh, das ist ein Schatten. Schatten gebe ich. Jetzt will er mich, komm, ich konnte. Ah! Ja, Nähren, ich saugen. 1% Krieger. Boah. Erhöhte physische Kraft. Jetzt, wo niemand mehr da ist, nutzlos. Oh, Lehm, wie man der bringt. Zu dem Arsch, oder? Da ist ein Dämmerungsschnapper. Hast du aufgemacht? Ja. Ja, jetzt ist sie für mich leer. Okay, es ist Shared Loot. Okay. In dem Fall. Dann gehen wir mal da rauf. Gut. Gehen wir. Ah, da links wird man wahrscheinlich rauf können, oder? Wenn das richtig eingezeichnet ist. Ah ja, da. Okay. So, meistens ist da, haben wir dann irgendeinen Bär oder sowas. Oder ein Wilderstein, was bringt das? Ah, Angriffsstück. Das ist genau, das ist Kupfer. Ah ja, Kupfer. Ja, okay, macht's. Genau, und da könnte man jetzt Baseball. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Außer, das heißt, wir möchten bitte nach links gehen. Na, ich glaube, für unsere erste Mini-Base, also ich weiß nicht, macht es Sinn, denn mehrere Bases zum Bauen? Ey, was? Macht es Damage, wenn der Baum auf einen Offen fällt? Na, no. Okay. Also ich test by trying, würde ich sagen. Aha. Ich fäll da noch kurz ein bisschen Holz und dann bauen wir uns das Eck mal zu. Aha. Ah, statt sogar da eine ungefähr 60% bebaubare Fläche. Wo? Ja, wenn du mit B. Ah, okay. Durch, dann musst du zuerst mal diesen Schlosszentrum setzen. Aber kann ich mehrere Schlosszentrums. Ah, warte, da steht eh. Das war's ja aber nicht. 0 von 2, also bis jetzt kann ich 2 anscheinend. Also, ja. Ah, schau mal, da hinten wären 80% bebaubare Fläche. Ich sehe auf der Map leider nicht, wo du bist. Okay. Ah, ja, stimmt. Du bist auf meiner Map unsichtbar. Ich bin Richtung Osten. Ah, okay, ja. Ich bin jetzt gerade Richtung Westen gelaufen. Ah, die Kummi. Ein Stück, ja, desto mehr, desto besser. Ich glaube, das macht schon Sinn. Ja, da wäre 80%. Das mal ein bisschen beim Fell und so, aber es geht eh Material. Ja, aber dann, dann haben wir das nachher. Ah, ja, so, du bist eh bei mir. Ja. Hast du mich gesehen? Nein, ich habe Osten halt interpretiert, so wie. Ja. Nie ohne Seife waschen, da habe ich gewusst, wohin. Ja, aber du bist bei mir jetzt auf einmal einfach auf. Also auf ja, du bei mir auch, das. Ich glaube, dein Baum gerade fällt. Ah! Du musst
Nimm ah, Platz. Ja, okay. Ja. Ich muss mal merken, wo das Steine, Keulen, ja. Warte mal, da ja. Muss man das. So, Stein ist Keule. Schwer, okay. Wahrscheinlich macht das jetzt da Minecraft-mäßig. Auf 1 Stein abbauen, auf 2 Holz und auf 3 Fighting. Gibt's eine Schaufel später auch noch, durch Zufall? Glaube nicht. Aber wie gesagt, ich weiß. Du kannst manchmal auch ganz geschickt zwischen zwei so Dinger starten, dann beides. Au! 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 Ja, dann soll ich mein Zentrum. Warte mal, vielleicht sind wir schon in einem. Ja, ich glaube, du bist mal für mich grün, also ich schätze schon, dass wir in einem Club sind. Du bist für mich rot. Quasi. Was? Hä? Please don't kill me. Nein. Ja. Ich schau mal auf B, da, was mein Blutfundament sieht. Ja. 80%, 70, 70, 80, 80, 80, 80. Schau, wird da der beste Bereich, aber 80 geht eh. Dann baue ich das da mal in die Mitte. Und du baust dann unser nächstes Schloss. Ich schau jetzt, ob ich da denn auch was machen kann. Und dann baue ich da schon mal rundum. F halten, um das Schlosszentrum zu betreten. Ich glaube, bei mir ist es einer. Ja, let's go. Mach das mal. Ah, ja, F. Stufe 1. Haltbarkeit 99%. Ah, feindliches Schloss. Was? Hä? Beanspruchen. Technologie freigeschaltet, Wände und Bauten. Das hat jetzt Schlosszentrum Güni. Okay, aber es macht. Also du kannst nicht beitreten, oder wie? Ja, ich würde nochmal betreten, aber dann ist nur da nichts an der zerstören. Ja. Ja, ich kann nur zerstören. Rivalisierende Schlösser können zu einem Preis, der auf der Stufe des Schlosszentrums basiert, zerstört oder beansprucht werden. Okay. Aber wenn ich neben dir stehe, kann ich nichts machen. Ich kann Tab, gibt's. M ist Map, P ist. Ah, Clan. Ah. Friendly Fire deaktiviert, gemeinsam bauen, ist aktiv. Clan erstellen. Okay, wie würde man unseren Clan gern nennen? Na je. Bloody Mary, das klingt ja perfekt. Okay. Unsere Clan-Nachricht ist, Augen statt Blasen ist vielleicht falsch. haben wir Bruch der Clan-Nachricht? Ist Bonjour. Clan erstellt. Spieler einladen. Player Name. Bram. Oh, da hat Sonne gerade aufgenickt. Ja, ich hab die invited. Ja, perfekt. Naja, wir haben keinen Schatten, weil wir alle Bäume quält. Wir haben vielleicht ein kleines Problem. Dann gehen wir runter und dann drunter noch ein Wölf jagen. Ja. Verfällt unser Schloss jetzt irgendwie schneller, weil es in der Sonne ist, oder im Schloss ist das egal? Nein, ich glaube nicht. Okay. Ah, jetzt sind wir unsere Markierungen. Ah, sie ja. Okay. Ja. Ich sehe, ja, ist und ich sehe auch die. Stimmt, ja. Okay. Fuck. Oh, bitte nicht. Vielleicht haben wir jetzt auch wieder gemeinsam. Ah, vielleicht, ja. Oder? Da ist gar kein Schatten. Wir sind, ich bin zu einem Arsch. Stand da unter einer guten Eiche.
ich schau mal auf B, was es Neues gibt. Ich kann einen Sarg bauen, eine Truhe und eine Nebelfeuerschale. Verbraucht Knochen, um einen dichten Nebel zu erzeugen, der die Sonne von einem kleinen Bereich blockiert. Ich glaube, das ist es. Dein Skelett schützen. Wie viel Damage? Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Oh, 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 ja, ich bin tot. Gut zu dir. Ja, also. An das habe ich mich leider nicht mehr erinnert, dass wir. Wir sind nicht nur empfindlich gegen Sonne, wir sind sehr empfindlich gegen Sonne. Ich hoffe, du kriegst jetzt kein Damage, während du mich healst. Das wäre nämlich extrem shit. Oh, ich lebe. Ich lebe. Gut, gut, gut. So, die armen Ratten müssen jetzt wieder Draglobe. Du kannst. Warte mal, was war das für eine Taste? Auf. Falsche Taste. Auf. Bin jetzt doof. Auf welcher Taste war denn das? Irgendwo stehen die Spezialfähigkeiten. Irgendwo hat man sich doch healen können. Ah, Steuerung. Steuerung. Ah, ja, stimmt. Blutheilung. Was ist denn, was ist Vene freilegen? Das ist, wenn ich die Minen Blut gebe. Ah, okay, du tätest mir was. Ah, okay. Genau. Ja, ich hab da dann also eine Knochenschale gemacht, aber ich hab keine. Also, ich hab Knochen hingeschmissen, aber es war irgendwie egal. Ja, ich gang jetzt nicht an, ich gang den in der Nacht an. Ich blieb da 100 Kilometer. Ja, dann fälle ich uns dann noch der Schatten weg. Das ist eine gute Idee. Au. Aber wenn das Schloss geschlossen ist, Wortwitz, dann ist eh Schatten, oder? Ja, aber dann müssen wir halt Wände anbauen. Ja, ja, okay. Gut, mein Leben rot. Das ist nicht gut. Ich muss mich nochmal healen. Au. Und dem kann er mal mit X da, weil. Easy peasy. Boom, boom. Ja. 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 Also Sound-Cues haben sie da jetzt nicht gerade die professionell schneebaut, aber wie lange hat denn der Tag noch? Yes, sir. Wir sind bei 4 Uhr. Ich sehe es. Wow, da fällt einem ein Ball, dann sag ich schon, ein Bombenober. Sorry, oh, sorry. In Valheim wärst du gestorben vielleicht, man, who knows. Fällt der nächste. Gerade für Stein. Steck mich hinterm Stein. Nein. Könnte schon wieder Nacht, wäre ich bereit für Building. So, da ist ein Schild. Oh, da war ein Schild. Kannst du mir da? Wenn jetzt Vampir wärst, was wäre den empfehlender Sonnenschutzfaktor? Wahrscheinlich. Also so viel Damage, wie das da macht. Also, sag mal, du liegst da gemütlich am Strand. Ja. Was denn, ob das nicht schon ein Sonnenschutzfaktor überhaupt lösbar ist? Vielleicht gibt es ja Nivea hell und heller. Mehr. Man weiß ja nichts, aber. Ist mir einiges klar, warum ich nicht sonnengebräunt als Charakter wählen habe können.
Das verfällt. So. Gut, gut. 94% haben wir noch. Dann mal wieder B wie bauen. Oh, ich habe keine Blutessenz mehr für Böden. Ich hätte 100 oder 100 Risk. Ja, hast Böden. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Palisadeneingang und einem Palisadentor? Achso, das ist eine Nevermind. Oh nice, jetzt habe ich auch. Jetzt können wir bauen. Ja, den bauen wir. Das ist aber groß, oder? Weil Holz haben wir genug. Ja. Du musst nur schauen, dass. Das muss dann halt überdacht. Ja. Sich so gut. Ja, schauen wir mal. Bauen wir da mal unser lässiges Hüsle. Kann ich da nicht bauen? Sieht weg, du hast glaube ich nur eine bestimmte Anzahl an Flächen, ja, weil, bauen kann. Ja, da ist mal nix. Dann kann man da nimm. Da oben. Ja, dann nehmen wir das mal, da will, oder? Ja, du hast schon 30 von 30. Okay, ja, perfekt. Wand. Ich baue Wand. Dann bauen wir das Tor da, wo jetzt stand, damit wir da raus können. Weil da mal Wand. Ja, Wand. Da mal Wand. Ich meine, wir können ja mehrere Tore bauen, oder? Hoffe ich jetzt. Ja, ne? Und reicht. Und. Da können wir raus. Dann machen wir zu. Das. Hey, ich muss zuerst Schlosszentrum bauen. Ich kann nichts bauen. Achso, okay. Hier sollen wir oben zumachen, oder? Ja, wenn er Dach drauf haben möchte, muss wahrscheinlich schon. Ja, stimmt. Und du kannst da laufen, aber das heißt, da mache ich noch zu. Zu. Da ist blockiert. I need your help. Oh, nicht. Perfekt. B wie Bob, der Bildermeister. Zu ist die Hütten. Dann mache ich da noch ein Tor. Ah, da fällt noch eine Wand. Oder? Ja. Ich kann da mit dem Holz auch noch rauswerfen. Das ist gut, ich habe jetzt mal alles zugewandelt. Aha. Da könnte noch ein Tor. Oh, ich habe Dinge verklickt. Ah, ich hab da noch kein Tor gemacht. Tor. Und. Da ist aber ein Tor. Wand. Da fällt uns noch eine Wand. Wand. Und ich hab kein. Wo ist das Dach? Ich hab noch kein Dach. Ich glaube, das schaltet mir erst frei. Perfekt. Da fällt eine Wand. Da fällt eine Wand. Ich baue da mal noch zwei Särge für uns. Achso, das sind Diener-Särge. Ah, na. Nein, wo fällt noch eine Wand? Da. Ah, ja, I see. Danke, perfekt. Ich mache mal eine Truhe da noch irgendwo. Da, dann machen wir da. Ja, aber es ist schräg, dass ich gar nicht bauen kann. Dann haben wir mal was zum Ablegen. Ah, okay. Ich sehe, es gibt unten noch Sachen wie Grenze, Holztreppe und Beleuchtung. Habe ich noch? Wir haben noch keine Wand. Gut. Also, du kannst gar nicht bauen. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Schlosszentrum verbraucht. Und ich habe auch sowas wie Truhen oder sowas gar nicht, oder Wände. Was denn, ob das vielleicht erst kommt, wenn wir Schlosszentrum sind? Okay, ich schau mal, was ich dir, ob ich vielleicht eine Beförderung zum Clanführer. Dann sind wir beide Clanführer. Achso, nein, jetzt bin ich kein Clanführer. Druck mal P. entweder machst du mich wieder zum Clanführer oder wenigstens zum Offizier, hoffe ich mal. Also, jetzt bin ich wieder Anführer. Du bist. Achso, zum Mitglied herabstufen. Du müsstest jetzt schon Clanführer sein. Ja, ich glaube, ich kann eher nicht. Also, ich glaube, ich könnte schon bauen.
Aber ich habe einfach unter der anderen nur keine Treppe bauen, eine Grenze oder ein Schloss. Okay. Mehr. Okay. Aber wahrscheinlich, ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt mal eine runde Base. Ja. Unsere Essenzen sind scheiße niedrig, aber... Du bist schon nur eine Stufe. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich nur eine Stufe 7 bin. Vielleicht kostet da irgendwas. Die Essenzen, die ich jetzt abgehabt. Ja. Falls da Ideen haben, schreibt mal gerne in die Kommentare, warum ich jetzt nur eine Stufe 7 bin. Das habe ich wohl überlesen. Aber ja, ich glaube, es macht jetzt Sinn. Naja, Schlaf macht noch keinen Sinn. Aber das war wohl die erste Runde unserer Base. Und jetzt fahren wir mal wieder Materials.